Hallo Leute, ich bin Lonwolf und willkommen zu einer weiteren Folge, beziehungsweise zu einem weiteren Spiel, Let's Battle on Survivor. Ich werde euch erklären, was ich überhaupt mache. Es ist so, ich habe erste Folge rausgebracht und habe auch ja, in eine Playlist reingesteckt und dann habe ich eine Idee gehabt. Es gibt 5 Stück, glaube ich, oder 6 Stück von diesem Spiel. Ja, das ist das gleiche Prinzip. Man muss überleben und so, ne? Also, man wird auf dem Flugzeug rausgeworfen. Und ich habe mir gedacht, okay, Jungs, ich werde die ganze Spiele euch alle zeigen. Jeweils eine Folge. Und ihr werdet auswählen. Also, ich werde das in der Playlist reintun und ihr werdet auswählen, welche dieser Spiele ihr sehen wollt. Sprich, wie gesagt, es ist die gleiche Spielprinzip, was erste Folge hatte, also was Free Fire hatte. Ja, also man wird aus dem Flugzeug rausgeworfen, lauft einmal Sachen und überlebt. Das werden wir jetzt auch machen. Ich will euch nur alle 5 zeigen, damit ihr auswählen könnt. Grund ist, es gibt ein Spiel, also eine von diesen 5 gibt es ein Spiel, der, sagen wir so, mich mein Interesse erweckt hat. Weil ich habe nach den ersten Folgen, nach den Folge von Free Fire, habe ich etwas gemerkt. Ich habe dann nochmal gespielt und habe etwas gemerkt. Free Fire und die auch hier, dieser weitere Spiel, sind folgende. Ja, folgendes nötig. Es muss immer das Gleiche, also es wird immer das Gleiche gezeigt. Es muss Waffen gefunden werden und überlebt. Gar kein Ziel ist da. Und ein Spiel ohne Ziel ist für mich einfach sehr schwer zu Let's Play. Ich werde auch sagen, warum. Erstens, es ist so, dass man keinen Namen finden kann für so ein Spiel. Ich kann nichts erklären. Ich kann euch nichts erzählen. Es wird immer das Gleiche gespielt, es wird immer das Gleiche gezeigt. Und es wird einfach, das Gleiche durchgeführt, sozusagen. Ne? Und ich werde euch jetzt einfach diese alle Spiele zeigen, weil ich möchte euch mal die Grafik zeigen und euch im Wahl teilhaben lassen. Welche von diesen Spielen sollen wir denn weitermachen? Einer dieser Spiele hat einen großen, sagen wir so, einen großen Unterschied. Was für ein Unterschied da sein wird, werde ich euch sagen und zeigen, wenn es soweit ist. Jetzt werde ich erstmal nichts verraten, damit ja, die Interesse nicht wegbleibt. Ich werde euch nur alle 5 zeigen. Ich weiß es. Ich glaube, das waren 5. Kann sein, dass ich mich irre und das waren mehrere. Aber ich glaube schon, dass das 5 waren. Also das hier ist das zweite. Das zweite Spiel. Und so sieht es auch aus. Also, es muss auch überlebt werden. Also, auch versteckt und so. Ich könnte natürlich mir Ziele selbst machen. Sagen wir so, Ziel überleben. Moment, Freunde, ich mach mal lauter, Entschuldigung. So. Es ist halt so, man kann Ziele selbst wählen. So, aber zum Beispiel, ich könnte sagen, okay, ich wähle Ziel überleben.
Top 5 reinzukommen und fertig. Das wäre mein Ziel. Aber das wäre wieder mal alles das Gleiche, weil ich würde mich immer verstecken, damit mich keiner sieht. Und dann, wenn es Top 5 sein wird, werde ich kämpfen. Es wäre aber auch langweilig nach ein paar Folgen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, erstmal zeige ich euch alle Spiele. Und dann könnt ihr wählen, welche Grafik euch am besten gefällt, welche Art von Spiel euch am besten gefällt und so weiter. Zum Beispiel hier ist das Erneuerung. Man kann in jeden Raum hier reingehen. Tür öffnen, reingehen. Zum Beispiel hier habe ich jetzt den Sniper. Also ich will jetzt den Sniper, weil ich kann dann gut zielen damit hier so, ne? Also dann wähle ich hier davon was. Und nach oben gehen. Wie gesagt, also Freunde, ich habe jetzt Rüstung, Level 2 Schuhen gefunden. Wie gesagt, ich werde jetzt auch die erste Folge anders benennen. So wie es ist halt, Game 1, Game 2. Da soll ich lieber. Ja, ich glaube, Maschinengewehr ist besser. Ja. Und habe jetzt auf AK so ein Ziel. Super. Also AK ist besser als Sniper. Glaube ich, die macht mehr Schaden. Hier allerdings wird auch hier wird auch ja Red und so, ne? Also ich sehe da oben 3 Sekunden, dann wird es hier alles mit ja Vergiftung gemacht. Allerdings, Leute, muss ich sagen, hier ist ziemlich schwer zu wissen, wohin man laufen soll. Also, sprich. Hier war ein Motorrad irgendwo. In der Nähe. So, ich will jetzt, damit er selbst läuft. So, wir laufen jetzt in Safe Zone. Ich höre Schüsse. Ich sehe Gegner. Wir haben Kill. Nur wie gesagt, ich zeige euch heute. Im zweiten Spiel, ihr könnt dann wählen. Also das ist jetzt nicht Free Fire, sondern dieses Spiel heißt anders. Und 22 Leute sind noch im Spiel. Ich muss aufpassen. Also bis zum ersten Kill werde ich das aufnehmen. So, ich bin fast im Kreis.
Da ist jetzt das weiße Kreis, da muss ich hin. So, ich bin in Safe Zone, sprich, da wo kein Gift ist. Man kann hier sich umschauen. Laden. Hier sind auch andere Medikamente. Da unten, glaube ich, das sind meine Heilungen. Und das mache ich nur, Freunde, nochmal zum erstens alle Teile euch zu zeigen. Und zweitens, ich will, dass ihr wählt, welche dieser Spiele werden wir denn spielen. Ja, also wenn ihr dann wählt, werden wir dann so machen, dass wir in den gleichen Playlist das Ganze dann machen. Das gewählte Projekt. Zwanzig Leute sind im Spiel. Ich bin jetzt einer davon. Ich bin nur vorsichtig. So, gehen wir nach oben. Warte. Au, nicht schießen. Ich will gucken, ob da jetzt oben ist. Ich sehe ja keinen. Scheiße, ich schieße immer aus Versehen. So, laufen wir jetzt. Nein, Vollidiot, du sollst nicht schießen, du sollst laufen. Weil wir müssen diese Giftwolke entgehen. Also 14 Leute sind im Spiel. Ein Panzer. Sniper. Schuhe, die Schwäche sind dann meine. Wir müssen jetzt weg von diesen blauen Linien laufen. Also diese Linien sind überall in jedem Spiel. Das habe ich gemerkt. Dass das Ganze in jedem dieser Spiele sind. Dass man die diese Giftzonen umgehen soll. Okay, ich bin jetzt in sozusagen Safe Zone.
So Leute, also ich glaube, ich habe euch genug gezeigt. Ich mache mal Schluss. Ja, ich weiß, ich bin noch nicht tot. Und oh. Jetzt runter. Runter. Oh, jetzt bin ich tot. Auf jeden Fall, Freunde, das wäre dann ein zweites Projekt für euch. Ihr könnt wählen. Also das wäre jetzt Game 2. Nächste Folge wird Game 3 sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf, haut rein. Ciao.